Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital, weiterhin in meiner Wenigkeit Labor. Jetzt. Ja, machen wir. Gibt Geld. Für das Spritzenhaustreffen ein. Und da haben wir wieder einen. Den brauchen wir auch. Ja, jetzt kriegen wir, glaube ich, so langsam ein bisschen Geldprobleme, oder? Eieiei, wenn ich nicht mal mehr 1500 plus kriege. Eieiei. Macht gerade aber keinen Spaß. Da, 1800. Stop. Einstellen. Halt. Ich nehme Jobliste und du sollst nur in der allgemeinen Medizin arbeiten. Ich werde auch dafür nur Trim. So. Sag nicht, arbeite in der Arztpraxis. Ich wollte gerade sagen, sag nicht, es gibt keine Arbeit. Das kann nicht sein. Da. Wir brauchen 9000. Die Allgemeinmedizin müssten da gleich auch, ja, es geht wirklich schnell. So, 12.000, gibt es hiervon wieder eine Kopie. Um einen haben wir. Weiter geht's. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Wie gesagt, drei Leute sind hier. Oh, der hat komplett freien. Das wäre auch nicht schlecht. Wir warten mal gerade noch ein bisschen. Wir haben gerade keinen Platz frei, ne? Es wird gar nicht weniger, ne? Instandhaltungsdurchsage. Nervt gerade so ein bisschen, Leute. Wirklich ohne Scheiß. Nervt gerade so ein ganz kleines bisschen. Fuckt das gerade ab. Aber ja, weil hier oben sind 12, da sind 6, hier sind 6. Hier ist eigentlich alles ziemlich gut, aber das und das ist wirklich gerade so ein Reinkicker. Also der macht uns echt gerade so ein bisschen den Gar aus. Was würde uns dieser Raum denn kosten? Na, wenn ich jetzt eine Kopie mache, 21.000. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Sollte ich darauf mal reagieren, dass wir schneller Geld bekommen? Weil ich arbeite diese hier jetzt ja auch schneller weg und da kommen jetzt gleich drei raus und es wird einer fehlen. Also einen neuen Raum können wir auf jeden Fall noch bauen. Ich bin der Meinung, wir werden diesen Raum noch daneben klatschen, wenn wir 21.000 haben. Sollten wir hinkriegen. Weiterbildung abgeschlossen. Da kommen jetzt die nächsten Ärzte raus. Haben wir jetzt gleich den nächsten. Ich bin der Meinung, das läuft schon gerade gar nicht so schlecht. Also wir können gut drauf kontern gerade. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir 21.000 wirklich bekommen. Ja, da muss doch auch diese... Ja, das ist eine Flüssigkeitsanalyse. Da kann jeder drin arbeiten. Okay. Aber ich glaube, das werden wir nicht fertig bekommen. Nicht jetzt, bitte. Oh. Gehen wir noch bis zum 30. Komm. Das reicht nicht. Doch, reicht. Nein, warte. Nein. Den Heizkörper gibt mehr. So. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch freie Mitarbeiter haben, das weiß ich nicht. Aber wir haben es. Die böse Gesundheitsabteilung der Orbi-Stiftung, auch als Hylotology bekannt, hat eine neue Das weiß ich nämlich. Aber das werden wir gleich sehen. Sie heißt Echte Ärzte. Da kommt schon jemand. Nun, diesem hübschen Flyer nachzuurteilen, ja, das ist ja echt viel, ne? Also 11 oder 12 Leute, was es waren, es ist wirklich nicht ohne. Und umso schneller wir die Flüssigkeitsanalyse machen, umso besser ist es natürlich auch, ne? Er ist komplett grün, der alte Pillemann. Was machst du da, Alter? Und dem geht's gar nicht gut. Ja, Allgemeindiagnose, also der war fast noch nirgendwo. Er hat fast seine meiste Zeit hier vorgesessen.
Brauch ein paar Mülleimer hier, das wäre auch nicht schlecht. Diagnose 28%, Zufriedenheit 8%. Rot. Es sieht halt gerade richtig beschissen aus. Ich kriege es nicht weg, Leute. Bei 9000 gibt es dann nochmal so einen Raum daneben. Hammer. So. Nein, nicht bearbeiten. Nein. Ja. Auch nur eine Kopie, danke. So. Dann nehmen wir uns hier nochmal ein paar Bänke. So. Hier stellen wir jetzt mal ein paar Mülleimer hin. So. Wollen wir uns hier nochmal ein paar Blümchen hinstellen. Wenigstens noch mal ein bisschen was nachgelegt. So. Nein, dann bezahlen wir den Kurs. Aber noch mal einen Allgemeinmediziner. So. Ich muss ja irgendwann hier mal jetzt die Kacke hier wegkriegen, aber so langsam wird es hier weniger. Ich will's hoffen. Hier oben wird es auch dann so langsam weniger. Ja, 44.000, 46.000 könnte beigehen, wie ich gerade habe. So. Dann hätten wir das fertig, was ich haben wollte. So. Besser geht's jetzt nicht. Wir werden eh nicht genug Leute haben. In einem Tag gibt's noch mal jemanden. Ja, nichts, was wir unbedingt benötigen. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie trotzdem mal einstellen. Sie darf aber nicht da arbeiten, sonst Problem. So. Sucht nach Arbeit. Gucken wir mal, ob sie was findet. Sonst ist sie die Nächste, die bald auch eine Ausbildung bekommt. Ja, wir haben halt noch nicht so viel, ne? Röntgengerät könnte ich auch noch bauen. Aber wir haben jetzt... Also die Zahlen über den... Arztpraxisen sind weg, also der Plan ist schon mal aufgegangen. Das muss jetzt noch ein bisschen schneller weggearbeitet werden. Das ganze Problem, was wir haben, ist halt, dass die hier noch kurz vorm Abkrepeln sind. Aber das holen wir auch wieder auf. Das ist nicht das große Problem. Man muss jetzt erstmal nur diese Massen wegbekommen und dann sieht das wieder ganz gut aus. DNS-Labor, alles klar. Zum Beispiel davon bräuchten wir auch noch ein zweites. Aber wohin? Ne? Hier ist wirklich so ein bisschen der Bär los. Also. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass so viel das einem vorkommt. Normalerweise ist das immer alles so, ja, ganz easy und geschillt und so. Aber irgendwie kommt mir das vor, als wenn es diesmal wirklich viel mehr Patienten sind. Vorher. Und die Leute sollen ja auch noch was zu saufen bekommen. So. Ob das was gebracht hat? Werde ich jetzt sehen. Ja, da gehen die Leute hin. Also sie haben wirklich Durst.
Was nimmst du? Du nimmst Luxusgetränkautomat. Also Geld. Es ist ja Geld, ne? Also das darf man auch einfach nicht vergessen. Es bringt wirklich Geld. Die ganzen Automaten. Daher ist das schon ganz okay. Wieder kein, nur mit Diagnose und so einem ganzen Gedöns. Also uns fehlt nur ein Arzt. Das sieht richtig gut aus. Und einer sitzt hier drin. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Wir haben 57.000. Wir haben gemacht 143.000, Leute. 143.000. Wenn ich diesen Monat nichts kaufe, nichts ausgebe, dann haben wir wieder Plus. Dann haben wir es lautwörtlich wirklich wieder geschafft. Easy, oder? So meiner sagen, ich kann das nicht. Wie viele Assistenten haben wir jetzt? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist wirklich so ein Problem. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Das geht nicht. Also wir können hier nicht 16 Leute in der Warteschlange da vorne stehen haben. Das funktioniert nicht. Jetzt muss ich noch einen dritten Table bauen. Ja, eh nur die Aufnahme da. Oder ich müsste da eine richtige Aufnahme bauen. Nehmen wir mal weg hier. Mülleimer setzen wir mal dahin. Und mal ein bisschen weiter dahin. Objekte. Nee, Zimmer. Aufnahme. So müsste ich das machen. Dann wäre hier der Eingang. Haben wir hier einen Tisch, da einen Tisch, hier einen Tisch, da einen Tisch, dann hier einen Tisch. Fertig. Den können wir da noch hin machen und da hin machen. Und hinter gibt es einen Heizkörper. Sehr blöd. Machen wir ein Blümchen in der Mitte. So, wollen wir mal gucken. Entleuchtungsklinik brauche ich jetzt auf jeden Fall. Na, das war offensichtlich nicht der Song, den ich für euch vorgesehen hatte. Aber anscheinend hab ich sogar haben wir schon einen dieser verdammten Viren in unserem System. Moment mal. Okay. Nein, mein Produzent sagt mir gerade, dass wir gehackt worden sind. Das ist einfach einer dieser. Wo sind die Entleuchtungsklinik? Ich habe keine Ahnung, welchen Song ihr als nächstes hört, aber ich hoffe, es wird ein guter. Doch da. Jetzt sollte das hier auf jeden Fall etwas besser vonstatten gehen. Also jetzt mal ohne Flachs, die nehmen wir auch noch dazu. So, dann haben wir jetzt 4 Leute hier. So. Ein Assistent zur Aufnahme, bitte. Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Das muss schneller weggearbeitet werden und damit ist die Sache gegessen. Hier darf keine Schlange entstehen. Wenn wir hier eine Schlange haben, dann ist es doch scheiße. ...104.000 Ausgaben, 12.000 Gewinn. Das war diesmal nicht so toll. Nicht jetzt, bitte. So. Position 3, Alter, gehen wir auf 1. Reingerufen. War sonst hier nur welche mit niedrigen... Ja, also so langsam habe ich es aber auch weg. Aber das hier wird auch nicht weniger, ne? Es wird nicht weniger, Leute. Geht nicht. Oh Mann. Ist als nächstes dran. Da ist jetzt aber nur bei DNA und in der Dingens. Also eigentlich ist sie zu 100% fertig, aber alles immer noch ein bisschen langsam wegen den großen Warteschlangen, die wir einfach haben. Funktioniert halt nicht. Leider.
Denn ich stelle keinen ein. Eigentlich genug Hausmann. Ja, der muss jetzt wieder zur Allgemeinmedizin. Ist schon 242 Tage hier. Also ich muss die Diagnose schneller bekommen. Wie zum Beispiel DNA. Ich brauche unbedingt noch ein zweites DNA. Habe ich keinen Arzt. Personal. Was haben wir denn? Wie viel DNA haben wir denn? Einen. Um einen DNA-Arzt. Oh, Minimum noch zwei oder drei. Ja, das Problem ist, dass einfach das Grundstück so beschissen ist. Wirklich ohne Scheiß. Kostet 45. Wenn ich dieses kaufen würde. Und man würde die ganzen... Eigentlich brauche ich DNA. Aber ohne Ärzte kriege ich auch kein DNA hin. Hier habe ich einen Megascanner und DNA ist DNA, Leute. Also da muss man auch ganz klar sagen, die haben keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Die Betten und das ganze Gebäude unter dem Schnee liegen. Also, wenn ihr eine Schaufel übrig habt, warum helft ihr nicht ein bisschen dabei, sie auszugraben? Das ist wirklich ein Riesenproblem, ne? Fällt mir gerade was ein. Warum habe ich hier eigentlich keinen? Da gibt es 20k, 35k, 45. Machen wir weiter. Es ist gerade so echt beschissen. Weil bis die Diagnose durch ist, das dauert 30 Jahre gefühlt. Man könnte durch Megascanner, das wissen wir ja, und durch DNA ein bisschen die Diagnose erhöhen. Müssen wir mal gucken. Ich sage erstmal wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.